liebe Österreicherinnen und Österreicher. Und wir wollen für uns allein bleiben und haben nur ein Ziel, uns selbst zu erhalten. Bleiben Sie unbedingt neutral. Danke allen denen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Ich bin fest entschlossen, als Bundespräsident so eng und vertrauensvoll wie möglich mit Nationalrat und Bundesrat zusammenzuarbeiten. Wir müssen uns an der Zukunft, an unseren Möglichkeiten messen. Und ob der Einfluss der Parteien in so vielen Bereichen der Gesellschaft noch zeitgemäß ist. Ich bin überzeugt, dass die agierenden Personen sich der Verantwortung bewusst sind, die sie in diesen Wochen in ganz besonderem Maße tragen. Es lebe das österreichische Volk. Es lebe unser gemeinsames Vaterland, die Republik Österreich. 9 Bundespräsidenten haben die Geschichte Österreichs seit 1945 geprägt. Der erste war in diesem Jahr der ehemalige Staatskanzler der Ersten Republik, Karl Renner, der dieses Amt bis zu seinem Tod 1950 bekleidet hat. Vertraut auf die Zukunft und hegt vor allem die Zuversicht, dass die Menschheit aus dem zeitlichen Wirrsal den Ausweg zu einem gerechten und darum dauernden Frieden finden wird. Gefunden wurde 1951 auch das zweite Staatsoberhaupt. Der ehemalige General- und Wiener SPÖ-Bürgermeister Theodor Körner war der erste direkt vom Volk gewählte Präsident und das in der Besatzungszeit. 1957 folgte dann Adolf Scherf, der 1961 in Wien JF Kennedy und Nikita Chruschtschow begrüßen durfte. Österreich war damals Schauplatz der Weltpolitik. Ab 1965 trug der gelernte Schriftsetzer Franz Jonas die Handschrift des Bundespräsidenten. Der langjährige Wiener Bürgermeister begrüßte 1969 auch ein gekröntes Haupt in der noch jungen Republik. At Vienna Airport, the sun shone, the temperature hit the high 70s, and all Austria smiled as President Franz Jonas greeted his royal guests. The Austrian and British press busily captured those early moments. 1974 wurde der langjährige Diplomat und Außenminister Rudolf Kirchschläger Präsident. Und er traf unter anderem auch auf seinen amerikanischen Amtskollegen Ronald Reagan. Zum geflügelten Wort wurde dann sein Ausspruch über das Trockenlegen der Sümpfe und sauren Wiesen aufgrund des AKH-Skandals zu Beginn der 1980er Jahre. Zu einem Skandal von internationaler Tragweite kam es 12 Jahre später. Die Wahl 86 war durch die Waldheim-Affäre gekennzeichnet, in der Kandidat Kurt Waldheim die Beteiligung an Kriegsverbrechen bzw. das Wissen über solche vorgeworfen wurde. Dieser dementierte. Er wurde nicht von mir ausgeführt. Ja. Ich war im Jahr 40 war ich bei der deutschen Wehrmacht eingerückt, als Soldat, wie hunderttausende Österreicher auch, die ihre Pflicht erfüllt haben. Das möchte ich auch hier feststellen. Täglich wurden neue Vorwürfe auch internationaler Medien publik. Waldheim beteuerte allerdings, ich habe davon, ob man es mir jetzt glaubt oder nicht, nichts gewusst. Ich hatte auch vorher keinen Grund zu sagen, ich wusste von irgendwelchen Deportationen. Ich habe sie nicht gesehen. Der damalige Bundeskanzler Fred Sinowatz meinte lapidar, wir nehmen zur Kenntnis, dass er nicht bei der SA war, sondern nur sein Pferd bei der SA gewesen ist. Waldheims Anhänger sprachen von einer Schmutzkübelkampagne und setzten auf einen Solidarisierungseffekt der Österreicher. Waldheim gewann schließlich die Stichwahl mit 53,9%, kam aber auf die US-Watchlist, obwohl er zuvor UN-Generalsekretär gewesen war. 1992 folgte ihm der Diplomat Thomas Klestil. Legendär und durchaus frostig die Angelobung von Schwarz-Blau im Jahr 2000. Klestil gelobt Kanzler Schüssel und die neue Regierung mit eiserner Miene an. Herr Bundeskanzler, auf Ihren Vorschlag genannt worden sind, wünsche ich für Ihre verantwortungsvolle Arbeit im Interesse der Republik Österreich. Im Juli 2004, wenige Tage vor dem Ausscheiden aus seinem Amt, verstarb Klestil an multiplem Organversagen. Sein Nachfolger wurde der langjährige SPÖ-Politiker Heinz Fischer. 2010 gab Fischer seine Wiederkandidatur bekannt. Und so bin ich zu dem Ergebnis gelangt, dass ich mich bei der kommenden Präsidentenwahl als über den Parteien stehender Kandidat um ihr Vertrauen bewerben werde. Social Media spielte erstmals eine große Rolle.
2016 fand die längste Bundespräsidentenwahl in der Zweiten Republik statt. Hierbei kam es zum Duell des langjährigen Grünen-Chefs Alexander Van der Bellen und des FPÖ-Politikers Norbert Hofer. Aber ja, es gibt wesentliche Unterschiede zwischen beiden Kandidaten. Ja, es ist eine Art Richtungsentscheidung für die kommenden Jahre. Die Wahl dauerte zwar nicht Jahre, aber immerhin 7 Monate. Zunächst gewann Van der Bellen die Stichwahl im Mai mit 50,3% zu 49,7% gegen Hofer. Doch der Urnengang wurde wegen Verstößen gegen das Wahlgesetz bei der Handhabung der Briefwahlstimmen sowie wegen der zu frühen Veröffentlichung von ersten Ergebnissen am Wahltag noch vor Wahlschluss durch den Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Die Stichwahl muss in ganz Österreich zur Gänze wiederholt werden. Die geplante Wiederholung der Bundespräsidentenstichwahl für Oktober musste verschoben werden, da der Klebstoff für die Umschläge der Wahlkarten nicht gehalten hätte. Dass dann der 2. Oktober auch nicht gehalten hat, das ist eine Art von höherer Gewalt. Hin und wieder bricht ein Vulkan aus oder er bricht nicht aus. In dem Fall pickt das Zeug einmal oder es pickt nicht, dieser verdammte Klebstoff. Die Bundespräsidenten-Stichwahl-Wahlwiederholungsverschiebung führte dazu, dass erst im Dezember gewählt werden konnte. Schlussendlich setzte sich VDP mit 53,8% erneut gegen Norbert Hofer mit 46,2% der gültigen Stimmen durch. 2 Regierungskrisen inklusive Ibiza-Video, 69 Angelobungen, darunter 3 Bundeskanzler innerhalb eines Jahres, eine Expertenregierung unter erstmals einer Kanzlerin und die Corona-Pandemie prägten die Amtszeit des heute 78-Jährigen, der sich der Wiederwahl stellt.